Ich bin Neoblade. Wir spielen gegen einen Protoss. Gegenzahl kriegen wir nur auf die Nuss in letzter Zeit. Gegen Protoss haben wir auch schon mal Edel Scott gespielt, das hat gut geklappt. Aber wir sind in den Destiny-Lernschritten. Edel Scott passt da gut zu. Vielleicht schwinge ich auch gegen Protoss auf Edel Scott mal um. Aber hier spielen wir jetzt nochmal Foggate. In die Lernschritte von Oko, beziehungsweise into Exe. Wir müssen gleich scouten gehen. Weil Proxy Gates werden ungefähr bei 1.4 gebaut, aber meistens halt auch erst auf Two-Player-Maps. Kommt halt dann ganz stark drauf an, wann er anfängt zu scouten. Ich baue jetzt erst das Gate. Dann scoute ich hier. Und dann scoute ich den Gegner. So, keine Proxy-Gebäude. Nach dem nächsten Pylon scouten wir auch nochmal. Chor vergessen, ganz gravierender Fehler. War auch immer manchmal eine Probe dafür zu viel. Gut, sieht nicht nach Proxy-Gebäuden aus. Okay, er haut direkt wieder ab. Scouten wir mal hier wieder. Ja, da ist er. Dann verfolgen wir mal die wundervolle Probe. Ich habe irgendwas falsch gemacht, wahrscheinlich zu viele Probes gebaut. Ich spiele heute sehr schlecht, muss ich zugeben. Wir haben jetzt auch nicht richtig gescoutet, was er tut. Also falls er auch ein Foregate spielt. Gut, wir haben seine Probe bekommen. Da sind seine Units, okay. Das sieht auch gut aus.
Link und DTs. Okay, dann holen wir uns mal den Dark Shrine. Okay, dann bauen wir jetzt einen Nexus. Wenn das so ist und ich wieder Supply-Block bin, bauen wir einen Nexus. Das Spiel ist, glaube ich, eh gewonnen. Ja, das war relativ straight. Ich muss gerade mal schauen, warum meine Gates so spät gekommen sind. Das war eine totale Katastrophe. Ich habe ja noch nicht mal den Stalker gebaut, um die dann zu verhindern. War halt ein BO-Loss von ihm. Das ist halt mit Zealots Only gegen den Foregate zu verteidigen, damit man das Gas für die DTs hat. Das ist natürlich gravierend. Ich guck mir seine BO auch nochmal an. Aber das war ja, also das war grottenschlecht gespielt. Supply Blocks. Overmins ohne Ende. Also da habe ich auf jeden Fall schon bessere Spiele gezeigt. Ich übertreibe das, glaube ich, ein bisschen auf den Four-Player-Maps mit dem Scouten. Ich glaube, wenn ich bei einer Minute 20, 30 unten keine Proxy-Gates gefunden habe, dann sollte ich das Scouten auch sein lassen. Weil das Einzige, was er dann tun kann, ist sie in die Mitte bauen und dann finde ich sie eh nicht rechtzeitig. Dann lieber auf seine Probe warten, wenn er mich gefunden hat, und die Probe dann verfolgen. Weil ich müsste so jetzt Minerals verlieren. Ja. Zwei Probes. Ja, da verliere ich zu viel Minerals. Aber das kann ja noch nicht den Unterschied... Kann das den Unterschied gemacht haben zu den... Ich habe nur 13 an den Minerals, ja. Ich habe insgesamt 19 Probes. Das heißt, ich habe wahrscheinlich auch im Probe-Timing irgendwas ein bisschen falsch gemacht. Aber natürlich bin ich hier nicht mit 16 an den Minerals ausgelastet. Warum? Hier ist eine Probe unterwegs und hier ist eine Probe unterwegs. Die zwei Gas hätte ich unbedingt scouten müssen. Ganz dringend. Das war vom Scouting her auch schlecht. Aber okay, das muss ich mir merken. Ich darf nicht mit zwei Probes durch die Gegend rennen. Also dann muss ich im Zweifelsfall eher das Spiel verlieren, aber das verzögert meine Gates hier so stark, dass ich einfach das... Also das kriege ich schon mittlerweile hin, dass ich, wenn ich den Stalker nicht baue, also nicht die MC-Variante spiele, dass meine Gates bei 420 kommen und dann alles in Ordnung ist. Aber das, so ist es Mist. So, dann gucke ich mir seinen BO nochmal an. Aber Gas hätte ich auf jeden Fall scouten müssen. Er spielt es auch falsch. Für DT muss man das Gas sofort nehmen. Beide bei 14 oder beide bei 15. Oder in der Abwandlung 15, 16 oder so. Aber die brauchen halt
Ja, okay, ich verhindere seinen Proxy-Pylon. Das an sich ist natürlich gut. Aber es ist natürlich für das Income keine... Ja, kein Grund. Ich sollte auch mal anfangen, nochmal einen Proxy-Pylon in seine Richtung zu bauen. Das wäre auch mal gut. Also der Master Protoss, gegen den ich das gespielt habe... Ich glaube, ich gehe mal ein paar Replays mit dem durch. Da gibt es also bestimmt noch einiges Verbesserungspotenzial. Jetzt hat der Kerl meinen Pylon gescoutet zufällig. Ich breche zusammen. Er hat fast keine Units. Ja, und jetzt geht's halt rund. So, jetzt müsste er sofort alles, was er hat, in Units reintun. Also auf die Dark Templar darf er nicht mehr sparen. Baut auch noch Mothership Core. Kostet auch nochmal 100 Gas. Acht Probes sind schon. Gut, jetzt kümmere ich mich um den Dark Shrine. Da habe ich vom Timing her ein bisschen Glück gehabt. Der ist nämlich genau rechtzeitig getötet worden. Er hat da oben dann doch noch seinen Pylon gebaut. Und baut einen Nexus bei mir vor die Tür. Warum auch nicht? Da finde ich den wahrscheinlich nicht. Wobei, die Idee ist gar nicht so dumm, aber... Ja, wenn, dann schieße ich von hier oben mit Immortals runter. Oder mit... was auch immer. Ja, das war natürlich... Der Stalker war ein Geschenk. Wie viele Units hat er verloren? 21 Arbeiter... Wie viele Units hat er noch? Einen Arbeiter hat er noch. Ja. Dann muss er sich darauf verlassen, dass ich diesen Nexus hier nicht finde. Dann ist alles gut. Aber eher unwahrscheinlich. Wenn er nicht revealed wird, nachdem dieser Nexus hier down ist. 100 Chrono Boost, okay. Nee, der war nicht so richtig gut, der Gegner. Und ich habe auch noch schlecht gespielt. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Bis zum nächsten Video.